Viele Male hielt Rolf Braun den Schlussvortrag. Als letzter Redner der Sitzung begeisterte er das Publikum mit Witz und gewaltiger Stimme. Hello, mein Volk, jetzt gebt gut Acht. Ich bin der Letzte von heut Nacht. Als Präsident mit vielen Orden bin ich schon oft beneidet worden. Ich bin mit dem OB per Du bekannt wie eine bunte Kuh. Es heißt von Norderney bis Roma. Wie geht's, Herr Braun? Was macht die Oma? Meinem Eheweib, dem heizt mir Ei, bei Ihnen muss doch lustig sein, als wenn mein Haus, ich sag's auf Ehr, in Mainz der reinste Zirkus wär. Drum sag ich deutlich hier im Saal, ich bin ein Narr, doch sonst normal. Wenn ich der Herr meinen Vortrag mache, dann hat kein Deibel was zu lachen. Ich hieb dann oft mit einem Satz runter von der warmen Matratz und frisch dich dann mal frau, was kannen, dann wollt ich als ich wär ein Annen. Ich sag dazu, das ist ein Krischer Vortrag. Also der ist laut und dynamisch und der steigert sich bis zum Gag und dann kommt der Lacher und der Klatscher und das Tuft her und dann geht's wieder los und dann steigert er sich wieder bis dann hinten raus, was kommt. Das sind diese Knallervorträge. Das war das so gewaltig und war selbst nach 5- oder 6-stündiger Sitzung noch absolut geeignet, die Leute noch mal von den Sitzen zu reißen. Das war halt seine ganz große Masche. Ich wollte, ich werde Günther Netzer. Als bundesdeutscher Grasabwetzer. Mit Cheppe Fies und langer Miene lässt sich ein Haufen Geld verdienen. Und jeder Kicker mit seinem Namen macht obendrei auch noch Reklame. So frisst der Bundestorwart Meier zum Beispiel Kluckis Hühnereier. Und wollen keine Winde wehen, hilft Bums die Fit nach Helmut Schön. Doppelpass, ein Büstenhalter, Modell von Fritz und Ottmar Walter. Und ist der Opa nicht auf Zack, serviert ihm Oma Müllers Quack. Den ist der Bombe der Nation, laut Werbung 30 Wochen schon. Und Oma hofft dabei voll Bangen, für einen Freistoß wird's noch langen. Mancher sagt, ich wollt, ich wär. Vielleicht hat's der grad doppelt schwer, denn jeder hat in frohen Tagen auch wohl ein Bündel Leid zu tragen. Drum sag ich Lob und Dank der Stadt, die schon seit langem Menschen hat, die stets bereit hier mitzuspielen. Ich bin nur einer von den vielen und habe gern hier mitgemacht als letzter Redner heute Nacht. Seine Stimme, sein Mundwerk, die Mediensachen, liebenswürdig, sein Schlappmaul, hat ihn ja bekannt und beliebt gemacht. Rolf Braun prägte die Mainzer Fernsehfass nach den vielen Rollen. Als langjähriger Sitzungspräsident setzte er mit seinen Ansagen Maßstäbe. Liebe Herren, Herr Lesen, und nunmehr übergebe ich das Zepter an unseren Sitzungspräsidenten, unseren lieben Freund Rolf Braun. Ich begrüße die Tatsache, dass es jetzt endlich losgeht. Rolf Brauns Begrüßungen waren ja legendär, weil er immer gewusst hat, in welchem Moment er welchen dann zu hofieren hatte und zu begrüßen hatte. Du hast ganz schwarze Hände, Emil, was denn das? Von der Zeichenkohle. Da kann ich auch gerade Herrn Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz begrüßen, Herrn Dr. Helmut Kohl. Ich grüße ganz besonders herzlich den Ministerpräsidenten von Hessen, Holger Börne. Er ist leider nicht da. Kann trotzdem mal grüßen, ja. Rolf Braun war ein Genie in Publikumswirksamkeit. Es ist mir eine besondere Freude, unseren Oberbürgermeister begrüßen zu dürfen. Er ist da als Ratsherr aus dem Mittelalter, unser Oberbürgermeister Jockel Fuchs. Jockel war schon was ganz Besonderes. Er war ein Phänomen, den hat man nicht klein gekriegt. Der kam bei den Leuten an, wenn der reinkam. Da wusste jeder, ey, Jockel, gut. Und da war er auch mittendrin. Der war eigentlich ein Fasnachter. Ja. Also, der war auch im Saal, eigentlich auf der Bühne. Ja.
Er war Teil der Dekoration. Herr Oberbürgermeister, wir haben Sie ja schon in so vielen Rollen gesehen, gell? Jetzt haben wir Sie als Schlossherr und Meistersinger von Mainz, gell? Wenn ich doch dran denke, wie die Königin da war, die Queen, gell? Was haben wir? Ach, das war doch schön, gell? Der Fuchs war als Schirmherr von Unglück gesegnet. Im Krache stand das Wasser, der Frack war verregend. Und er drehte die Pitsch und die Queen, die musste hippe. Und da hat dann die englische Zeitung geschrieben, er hätte Majestät nicht genügend verhätschelt. Am Gutenberg hätte er sie zweimal gedätschelt. Ich sagte, Kollege, jetzt lass mir die Sprich. Ach, König sind Menschen wie du oder ich. Betracht die Familie, die Anne mit Gaul. Die Schwester geschieden, da ist etwas faul. Der Charles hat Weibsleid an sechs, sieben Ätsche. Und auch der Prinz Philipp, der rollt noch sein Tätsche. Drum macht mit der Queen so kein Fetz und Gedehns. Der Joggel ist Joggel und Mainz bleibt als Mainz.